Lieben, ich habe mal wieder einen Psychothriller gelesen. Blinder Instinkt von Andreas Winkelmann. Ja, im Moment bin ich so auf dem Thriller-Trip irgendwie und mag es super gerne, spannende Bücher zu lesen. Der Autor war mir bis zu diesem Buch unbekannt, obwohl es gar nicht sein erstes Buch ist. Und ich werde auch im Anschluss an dieses Buch garantiert noch mehrere Bücher von ihm lesen. Aber darauf werde ich ganz am Ende des Videos nochmal zu sprechen kommen. Es hat nämlich auch noch seinen Grund, warum ich gerne andere Bücher noch von ihm lesen möchte. Ja, zum Blinden Instinkt, zum Inhalt verrate ich natürlich wieder erstmal gar nicht so viel, weil man gerade bei diesem Buch auch wieder zu viel verraten könnte, wenn man nicht aufpasst. Es geht darum, dass 10 Jahre bevor die Geschichte beginnt, ein kleines Mädchen entführt wird. Es verschwindet. Das kleine Mädchen ist blind und hatte auf einer Schaukel gesessen und ja, verschwindet. Und 10 Jahre später wird erneut ein blindes Mädchen vermisst, das wahrscheinlich entführt wurde. Und mit diesem Fall ist dann die Kommissarin Franziska Gottlob beauftragt. Und sie versucht natürlich jetzt den Entführer oder Mörder oder was auch immer herauszufinden. Für diese aktuelle Entführung muss sie dann eben so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, weil der Fall von damals, von vor 10 Jahren, doch sehr viel Ähnlichkeiten hat mit dem Fall heute. Und so sucht sie unter anderem den Bruder des vor 10 Jahren entführten Mädchens auf. Das ist Max. Und der natürlich auch von seiner Vergangenheit nie losgelassen wurde. Und ja, in ihm entwickelt sich eigentlich mit auch so eine richtige Obsession, dass er bei den Ermittlungen mitmachen will, um halt zu gucken, ob der aktuelle Entführer gefunden wird oder was überhaupt mit dem Mädchen passiert ist und ob man vielleicht auch irgendwelche Hintergründe findet, was seine eigene Schwester und den Fall vor 10 Jahren angeht. Ganz grob die Geschichte. Mehr kann ich nicht erzählen, weil ich euch sonst wirklich zu viel verraten würde. Vielmehr möchte ich euch so ein bisschen meinen eigenen Leseeindruck übermitteln, denn der war wirklich extrem. Am Anfang, ich sag mal so die ersten 4, 5 Kapitel, war es so, dass ich die gelesen habe und ich fühlte mich so, ich habe das mal verglichen, als wenn ich auf einem hohen Berg stehe und falle. Und ich suche händeringend nach irgendeinem Ast, rechts oder links, an dem ich mich festhalten kann. Aber diesen Ast hat der Autor mir in den ersten 4, 5 Kapiteln nicht gegeben. Das heißt, jedes Kapitel beinhaltete eigentlich eine andere Erzählung. Und ich habe immer gedacht, ja, aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Dass es natürlich klar ist bei Thrillern, dass nicht am Anfang auf der 10. Seite schon die ganze Geschichte erzählt wird, ist ja klar. Aber am Anfang habe ich wirklich gedacht, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, dann verstehe ich dieses Buch irgendwie nicht. Und eine Freundin von mir hatte das Buch vorher gelesen und hat schon gesagt, es ist super. Und ich wusste, aha, sie hat es verstanden, dann werde ich es auch verstehen. Also es war schon so, dass ich über diese ersten 4, 5 Kapitel echt so hinweg musste. Das hat nichts mit dem Schreibstil zu tun. Und ja, auch gar nicht so mit der Geschichte, sondern einfach, weil ich dieses Angstgefühl da schon hatte, ich verstehe die Geschichte nicht. Weil, ja, einmal wird das erzählt, einmal wird das erzählt und man sieht natürlich den Zusammenhang nicht. Dann aber so ab dem 5., 6. Kapitel, sag ich mal, lichtet sich so langsam der Nebel und so nach und nach bringt der Autor dann die kleinen Puzzleteile zusammen, die man am Anfang eben überhaupt nicht verstanden hat. Ich ziehe den Hut vor sowas. Ich könnte das nicht. Ich könnte ja keinen Thriller schreiben, weil ich wirklich, ich hätte nach 10 Seiten schon erzählt, wer der Mörder ist oder so. Und ich finde es eigentlich sehr gut, wenn ein Psychothriller dann so ausgetüftet ist. Und ich bin auch froh, dass ich dieses Durchhaltevermögen, in Anführungsstrichen, dann auch wirklich hatte, da auch weiterzulesen. Denn als sich der Nebel so lichtete und ich nach und nach immer mehr verstanden habe von dem Anfang des Buches, wurde es einfach super. Irre spannend. Ja, wie gesagt, zum Inhalt möchte ich gar nicht viel mehr erzählen, außer vielleicht, dass auch, ich sag mal so, Krabbeltiere eine Rolle spielen. Kann ich da jetzt was erzählen? Nee, ich bin eigentlich nur froh, dass das Cover so aussieht und dass nicht diese Krabbeltiere vorne abgebildet sind, weil Lesen ist mal eine Sache. Also ich habe zum Beispiel ja Angst vor Spinnen. Total, also ich werde da hysterisch, wenn ich eine Spinne sehe. Und wenn ich das in einem Buch lese, ist es okay für mich, obwohl ich auch da an den Stellen manchmal echt richtig Gänsehaut hatte. Aber wenn ich so einen Film sehe oder ein Foto, reicht schon. Oder wenn jetzt hier so eine Spinne zum Beispiel vorne drauf wäre. Pff, ich weiß gar nicht, ob ich das Buch da gelesen hätte, weil ich da so eine Angst irgendwie vor habe. Und ja, also dieses Buch hat jetzt nicht gerade dazu beigetragen, dass ich meine Spinnenangst verliere, aber ich wurde schon damit konfrontiert. Ist aber nicht so schlimm, dass man das Buch jetzt nicht lesen kann, aber also Spinnen und andere Tiere, die spielen da halt schon auch eine Rolle. Und puh, die fand ich sehr heftig und habe dann noch so im Nachhinein gedacht, dass der Autor auch wahnsinnig gut recherchiert haben muss. Denn was zum Beispiel so Spinnen anrichten können, ich hätte es jetzt nicht gewusst. Also nicht so in der Art und ja, mehr kann ich jetzt dazu überhaupt nicht sagen.
Ich fand dieses Buch dann, wie gesagt, ab dem fünften, sechsten Kapitel so spannend, dass ich es kaum noch aus der Hand legen konnte. Ich habe es so ziemlich fast in einem Rutsch durchgelesen. Und es ging wieder so, wie die anderen Page-Turner, die ich oft ja auch lese, so zack, 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 habe ich die Seiten nur so weitergeblättert. So, jetzt möchte ich nochmal auf die anderen Bücher von ihm zu sprechen kommen. Das fand ich nämlich sehr interessant. Natürlich habe ich die Danksagung gelesen hinterher. Und es ist mir eigentlich noch nie passiert, dass ein Autor mich durch seine Danksagung auf seine anderen Bücher so neugierig gemacht hat, wie es in dem Fall war. Ich muss mal eben gucken. Ich lese euch mal eben kurz diese beiden, oder es sind nur so zwei, drei Sätze, die lese ich euch mal kurz vor, die in der Danksagung stehen, wo ich halt gesagt habe, boah, diese beiden Bücher möchte ich auch gerne lesen. Also er bedankt sich dann bei seinen Lesern und Leserinnen und so. So erreichten mich Zuschriften von Leserinnen, die sich seit der Lektüre von Tief im Wald und Unter der Erde, das ist ein anderes Buch von ihm, an einsam gelegenen Bahnschranken fürchten, die während der Wartezeit nicht mehr aussteigen, um zu rauchen, sondern lieber den Wagen verriegeln und den dunklen Waldrand im Auge behalten. Schön, dass ich ihnen die ein oder andere Zigarette ersparen konnte. Andere schrieben mir, sie könnten das Kinderlied Hänschenklein nun nicht mehr hören, ohne dass ihnen eine Gänsehaut den Rücken hinabläuft. So, und Hänschenklein ist nämlich auch noch ein Buch von ihm. Ich zeige euch die beiden mal eben, die sind auch hier hinten so aufgeführt. Das sind also die beiden Bücher, die hat er mir natürlich jetzt schmackhaft gemacht, weil wenn man durch ein Buch Angst bekommt, ich stehe da ja drauf. Ne? Also es ist ja natürlich dann keine reale Angst, aber ich kenne das ja auch, wenn man ein spannendes Buch liest, dass man dann wirklich überlegt, soll ich die Tür jetzt abschließen irgendwie oder stehe ich jetzt nochmal auf, um zur Toilette zu gehen oder bleibe ich lieber im Bett liegen und fürchte mich. Und das finde ich halt toll, wenn das ein Autor schafft. Und ja, deswegen bin ich gespannt auf seine anderen Bücher, aber von diesem bin ich erstmal total begeistert. Blinder Instinkt, Andreas Winkelmann, müsst ihr euch merken und lesen. Und übrigens finde ich das Cover auch wunderschön gestaltet. Ja, hat auch Sinn. Aber den kann ich euch natürlich nicht verraten, dazu müsst ihr das Buch lesen. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.